Ja, und damit sage ich dann Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir machen heute mal wieder ganz was anderes und schauen uns einfach mal in einer Folge oder vielleicht maximal zwei Folgen Ultimate Fishing Simulator 2 an. Das hat sich so spontan ergeben, weil ein Bekannter von mir, der mit weder Simulation noch Fischen noch sonst was am Hut hat, einen Key dafür hatte, den er mir freundlicherweise überlassen hat. Er will hier namentlich nicht genannt werden. Ich sage trotzdem nochmal Danke, falls er hier reinschauen sollte, weiß er ja, dass er gemeint ist. Und ich habe mir auch schon mal ein Profil erstellt. Hier auf normal, man kann das jetzt nicht mehr ändern, sonst könnt ihr euch das demonstrieren. Es geht auch realistisch, normal hat, da steht es eh, einige Features sind nicht verfügbar bei realistisch, zum Beispiel die Unterwasserkamera, Bissanzeiger, Teleport und so weiter und so fort. Also man kann das eine Stufe mehr auf Realismus machen und das habe ich jetzt aber erstmal nicht gemacht, sondern ich bin eben, wie gesagt, auf normal gegangen, weil ich A, wieder der große Fischer bin, noch in irgendeiner Art und Weise Erfahrung mit der ganzen Geschichte habe. Und deswegen dachte ich mir, bleiben wir mal auf normal und schauen uns jetzt erst einmal hier das Ganze an und machen mal das Tutorial zusammen und vielleicht dann noch eine Folge, das weiß ich noch nicht, weil ich bin jetzt danach erstmal im Urlaub. Mal schauen, wie ich dazu komme. Und beziehungsweise dann mal abwarten, wie hier so die Kommentare ausfallen. Und dann können wir ja gucken, wie wir weitermachen. Wir haben hier so die übliche Oberfläche. Hier haben wir die Update-Information, dass wir hier noch im Early Access sind. Wir haben $200. Wir, keine Ahnung, keine Trophäen, keine X. Achso, hier, da, Trophäen 0 von 41, XP 0 von unendlich. Und Zeit und so weiter läuft hier auch alles noch nichts. Wir haben hier eben das Profil des Fischernetz. Im Fischernetz kommen unsere gefangenen Fische rein, wenn ich das richtig deute. Und da können wir das dann verwalten und wir können dann auch zu unserem Wohnsitz gehen, wo wir verschiedene Dinge ausstellen können. Wir haben hier Säulen und Wände mit Plaketten für Trophäen. Wir haben Vitrinen. Wir haben noch mehr Vitrinen. Wir haben zwischendrin auch ein paar da geht's. Was weiß ich wohin. Soweit sind wir noch nicht. Gibt hier auch ein paar nette Bildchen an der Wand. Unser Showroom quasi und wir haben hier auch zwei Aquarien oder kommt da noch mehr? Nein, zwei. Wo wir entsprechend auch Fische ausstellen können. Wo wir die füttern können, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Mit Escape kommen wir hier wieder raus. Genau, und dann sind wir wieder hier im Menü. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die wir hier so von oben nach unten abarbeiten können, die wir mit unseren Fähigkeitspunkten, die wir beim Levelaufstieg erhalten, entsprechend freischalten können. Will ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen. Diverse Boni, diverse Zusatzfunktionen, Dinge, die schneller gehen, Dinge, die langsamer gehen und so weiter und so fort. Ich möchte, wie gesagt, das Angezockt nicht zu lange machen, deswegen werde ich jetzt hier nicht ins Detail auf jede Kleinigkeit eingehen. Es gibt verschiedene Missionen, tägliche Missionen, wöchentliche Missionen, monatliche Missionen und dann gibt es hier auch persönliche Rekorde für jegliche Fischart. Es gibt Ranglisten und es gibt ein Fischpedia, wo man eben für die ganzen vorhandenen Fische nachlesen kann, wie, wo und wer gegen wen und ein schönes 3D-Bildchen dabei und dann gibt es hier auch noch die Hilfe für alles Mögliche. Da schauen wir jetzt einfach mal, ob wir so zurechtkommen und bei Bedarf werde ich das nochmal aufrufen müssen. Wir spielen aktuell mit Maus und Tastatur. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht funktioniert. Es ginge theoretisch auch mit dem Gamepad. Aber ich lasse es jetzt mal beim
Maus und Tastatur. Ja, wie gesagt, da waren wir schon. Da kann man eine Einstellung machen. Da gibt es Turniere. Da ist jetzt aktuell, glaube ich, noch nicht großartig. Ich weiß gar nicht, ob ich da teilnehmen könnte. Das macht jetzt aber auch wenig Sinn, solange wir davon noch gar keine Ahnung haben. Da haben wir unsere Ausrüstung. Set 1 ist ein Spinning-Set. Hier haben wir eben einen entsprechenden Spinning-Köder, die Schnur dazu, eine Rute, entsprechend die Kurbel und unsere Angelschnur. Und Set 2 haben wir dann für Posenfischen mit Schwimmer und Gewicht. Da haben wir einen Regenwurm als Köder. Und mehr haben wir dann auch noch nicht für den Anfang. Soll uns erst einmal auch reichen. Und dann haben wir natürlich ein Geschäft. Da können wir dann unser Geschäft verrichten. Und zwar im Sinne von, wir kaufen da Sachen ein, die wir brauchen. Ist aber momentan auch noch irrelevant, weil alles, was wir schon haben, ist umsonst. Haben wir aber schon. Und alles, was wir noch nicht haben, können wir uns noch nicht leisten. Deswegen will ich auch da jetzt nicht ganz ausführlich reingehen. Wie gesagt, könnt ihr dann mir gerne in die Kommentare was schreiben, wenn ihr da mehr noch sehen wollt. Dann kann man da ruhig nochmal drauf eingehen. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal gemeinsam das Tutorial an und gucken mal, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und ob wir damit zurechtkommen. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer. Von der Materie ist mein erstes Fishing-Simulator-Spiel und habe ich jetzt auch nur am Start, weil ich eben, wie gesagt, zufällig da zugekommen bin. Und genau, wie schon erwartet, können wir uns mit WASD hier bewegen und mit der Maus entsprechend umsehen. Und schauen uns jetzt hier mal auf dem Fangplatz um. Da wachsen auch Schwammerl, falls wir mal keine Fische zur Verfügung haben. Allerdings sollte man den da hinten vielleicht nicht abpflücken. Und dann nähern wir uns einfach mal dem Wasser. Sieht soweit eigentlich auch ganz schick aus. Eine der beliebtesten Fischfangmethoden ist Posenfischen. Wählen Sie jetzt ein Schwimmerset aus, indem Sie 2 drücken. Gut, dann machen wir das mal. Und dann haben wir das hier am Start. Die einfachste Weise, die Angelrute zu werfen, ist der Kurzstreckenwurf. Achten Sie jedoch darauf, eine Stelle mit ausreichender Tiefe zu wählen. Bevor Sie die Rute werfen, können Sie die Schwimmtiefe mit den eckigen Klammern anpassen. Das ist jetzt ausgelegt auf amerikanische Tastatur. Ich glaube, auf der deutschen ist es dann Ü und Plus. Und mit der rechten Maustaste machen wir einen Kurzstreckenwurf. Ich möchte mich jetzt hier nochmal ganz kurz umschauen. Ich habe gelesen, dass sich manche Leute darüber aufgeregt haben, dass jetzt hier zum Beispiel dieses Bötchen da wie festgetackert auf dem See steht. Das ist korrekt, das ist vielleicht nicht schön. Andere Sachen finde ich dafür aber schon ganz nett. Zum Beispiel, dass hier diese kleinen Flusen da durchs Bild fliegen, dass man auch hier eine Reaktion bekommt, wenn man was ins Wasser taucht. Da stört mich jetzt das Bötchen, was nicht unmittelbar mit dem, was ich tue, zu tun hat. Ehrlich gesagt weniger. Aber egal, wir schauen mal. Vielleicht kommt ja irgendwann noch der Punkt, wo es mich stört. Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt gerade mal. Können wir hier was verändern? Nö, offensichtlich nicht. Oder wir müssen wirklich... Okay, wir führen jetzt einfach mal den Kurzstreckenwurf aus. Mit der rechten Maustaste. Fupp. Das war wirklich kurz. Durchdrücken der linken Maustaste wird die Schnur eingespult. Die Einspulgeschwindigkeit verändern beim Mausrad. Und mit den Plus- und Minustasten können wir die Zugkraft einstellen.
Okay, spulen wir mit der rechten Maustaste. Die Schnur vollständig ein. Die Geschwindigkeit habe ich jetzt allerdings geändert mit Mausrad, nicht mit dem Plus und Minus, aber okay, vielleicht gibt es da ja noch das ein oder andere Manko. Sie machen einen Langstreckenwurf, indem sie LMT, linke Maustaste gedrückt, wir führen jetzt einen solchen Wurf aus, alles klar. Gut, belassen, Vorfachlänge und Zug mal auf Voreinstellung und die Geschwindigkeit. Werfen wir mal weiter. Ich sehe meinen Schwimmer eigentlich gerade gar nicht. Hier, die nächste Aufgabe ist, einen Fisch zu fangen. Sie können die Unterwasserkamera benutzen. Das geht allerdings nur im normalen Modus, nicht im realistischen Modus, indem Sie die U-Taste drücken, um zu sehen, was unter Wasser passiert. Auch warten Sie darauf, dass der Fisch vom Köder angelockt wird. Alles klar, dann machen wir das mal. Und dann gucken wir mal hier unserem Wurm beim Baden zu. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt Fischlein in der Nähe haben. Ich habe keine Ahnung. Aktuell sehe ich hier noch nicht so wirklich viel. Okay, da war aber schon einer. Wenn ein Fisch den Köder nimmt, müssen Sie zur richtigen Zeit an den Haken nehmen. Versuchen Sie, den Angelstoff so straff wie möglich zu machen. Drücken Sie die rechte Maustaste, um zu ruckeln. Okay, das war jetzt... das war jetzt eher nix. Da müssen wir mal auf den nächsten warten. Und dann mit der linken Maustaste an Land ziehen. Dann versuchen wir das mal. Bis hierhin schaut es ganz gut aus. Und dann können wir ihn mit der rechten Maustaste rausholen. Und haben tatsächlich unser erstes Fischlein gefangen. Nachdem Sie einen Fisch gefangen haben, können Sie ihn entweder behalten oder freilassen, was Ihnen jeweils unterschiedliche Boni verschafft. Geben Sie den Fisch jetzt frei. Als nächstes wählen Sie ein Spinset durch das Drücken von 1. Alles klar, wir haben einen Barsch mit einer Länge von 26,03. Der ist 0,88 Dollar wert, also nicht die Welt. Den können wir also mit ruhigem Gewissen freigeben. Und dann wählen wir ein Spinset. Es ist Zeit, eine neue Art von Fischen zu lernen. In diesem Schritt werden Sie lernen, wie Sie die Spin-Methode verwenden. Fügen Sie nun einen Weitwurf aus, indem Sie LMT betätigen. Alles klar. Machen wir das mal. Zack. Führen Sie den Köder so, dass seine Wirksamkeit so groß wie möglich ist. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms ist ein Köderindikator. Wenn er grün wird, bedeutet das, dass seine Effizienz zunimmt. Reduzieren Sie die Wiedereinzugsgeschwindigkeit auf 10% mit dem Mausrad und holen Sie den Köder ein, bis ein Biss erfolgt. Werfen Sie den Köder so lange aus, bis Sie einen Fisch fangen. Na gut, dann probieren wir das mal. Wir können also jetzt hier mit 10%. Da. Köder ist grün in der Anzeige. Wir gucken uns das mal. Vor Ort an, wir haben einen Barsch wieder dran, so wie es ausschaut. Und wir versuchen den jetzt mal einzuholen. Er wehrt sich ein bisschen, aber zum Glück nicht so viel, ist auch kein riesiger Fisch. Wird wahrscheinlich schwerer, wenn die Fische größer werden. Und wir haben wieder so ein kleines Bankschlein, der ist schon ein bisschen größer wie der letzte. Aber diesmal legen wir ihn ins Netz, indem wir auf Behalten gehen.
Und mit Escape können wir uns das Ganze anschauen. Da haben wir jetzt hier im Fischernetz einen kleinen Fisch, der auch nicht besonders viel wert ist. Und den packen wir jetzt hier mal in unser Aquarium. Oh, okay. Das hätten wir jetzt vielleicht nicht machen sollen. Gut. Dann machen wir jetzt einfach einen kleinen Cut, bis wir wieder bei der Geschichte mit der Karte sind. Und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Und damit sind wir auch wieder da. Ich verrate jetzt lieber nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich hier wieder hingekommen bin, weil es heißt natürlich nicht, dass jeder Fisch beißt, nur weil wir im Tutorial sind. Füllen wir den Mantel des Schweigens drüber und drücken jetzt, wie eigentlich geplant, die Taste M. So, dann sehen wir jetzt hier, wir sind am Fangplatz 1 und wir können jetzt hier zum Fangplatz 2 teleportieren. Das geht auch nur im normalen Modus. Im Realismus-Modus müssen wir natürlich zu Fuß gehen, ist ganz klar. Genau, und ja, alles Weitere finden wir dann eben im Reiter Hilfe. Das habe ich ja schon gesagt. Da können wir jetzt hier auch noch, wie gesagt, Gamepad-Steuerung, Steuerung der Spielfiguren, Auswerfen der Route und so weiter. Da steht alles drin, was wir entsprechend wissen müssen. Hier haben wir nochmal, wenn wir müssen die rechte Maustaste, im richtigen Moment, damit der Fisch nach dem ersten Anhaken, müssen Sie den Fisch ermüden, also so nah wie möglich ans Ufer bringen. Ein Prozess, der erleichtert wird durch die Einstellung der Stärke der Zugkraft, die Erfolgsgeschwindigkeit der Schnur, Kippen der Route und so weiter und so weiter. Gut, unterschiedlich stark haben wir schon gemerkt. Das sieht man an dem kleinen Balken, der da entsprechend sich befindet. Und wir haben ja auch schon den ein oder anderen kleineren Fisch herausgezogen. Genau, und wie gesagt, da findet man für alles andere entsprechend auch die Hilfe. Wir gehen jetzt nochmal ins Fischernetz. Ich habe hier nämlich noch so einen kleinen Hecht drin, den würde ich auch gerne ins Aquarium. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir hier dann mal im Wohnzimmer schauen können, wo, jetzt sind wir wieder beim Thema Early Access. Gerade vorhin beim Demonstrieren ging es noch. Beim Nachschauen jetzt hier ging es nicht mehr. Aber eigentlich müsste er das speichern. Ich gehe mal ganz kurz raus aus dem Spiel und dann schauen wir mal, ob wir nochmal reingehen. Und ob wir dann. Quatsch, nein, das wollte ich nicht. Und ob wir dann uns wieder bewegen können, weil ich wollte eigentlich mit unserer Ansicht auf das Aquarium dann das Angezug beenden. Momentchen. So, und jetzt hat es geklappt. Jetzt können wir uns hier auch wieder bewegen, warum auch immer das vorhin nicht funktioniert hat. Ah, ich habe doch gesagt, wir haben vier Aquarien. Da haben wir 0 Fische drin. Und da haben wir unsere ersten 2 Fische drin. Da hinten den Barsch und irgendwo da drüben war der Hecht, genau. Und die können wir jetzt mit der linken Maustaste, das sehen wir, genau. Der Barsch hat ein bisschen Hunger, der Hecht hat ziemlich viel Hunger. Und ich hoffe, dass sie dann auch noch wachsen, dass wir sie vielleicht später verkaufen können. Und wir füttern jetzt hier mal der rechten Maustaste. Na, schnappt ihr das Würmchen? Dachte, du hast so einen riesen Kohldampf. Der Hecht hat Hunger, aber der Barsch ist verfressen. Alles klar. Schmeißen wir mal noch 2 rein, damit unser Hecht hier gesättigt ist. Hoffentlich. Der kaut einfach ein bisschen gründlicher. Ja gut. So viel zum kleinen Angezockt. Wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht viel erreicht. Nur kurz das Tutorial angeschaut. 2 Fische ins Aquarium gesteckt. Was vielleicht noch interessant wäre, so zum Abschluss. Wir können jetzt natürlich angeln gehen, und zwar Jackson County. Wir können hier die Tageszeit und das Wetter einstellen.
Und bei realistisch ist es, glaube ich, einfach so, wie es ist. Wir können ab Level 3 dann, wo auch immer das genau ist, weiß ich jetzt gar nicht. Slowakei ab Level 7, Kieler Kanal ab Level 14, Russland Level 22 und in Thailand ab Level 27. Wahrscheinlich wird da früher oder später auch noch mehr kommen. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Ich wollte jetzt einfach mal nur ganz kurz ein bisschen angezockt und einfach mal reinschauen. Es ist jetzt auch nicht wirklich ein Spiel, wo man eine große Let's Play-Reihe machen kann draus, aber wenn Interesse besteht, kann ich gerne mal immer mal wieder zwischendrin hiervon was raushauen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach zur Auflockerung zwischendurch mal ein kleines angezockt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Bälde wieder. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Reinschauen und tschüss, euer Turlock.